Was geht, Leute? Exzumilian zur 18 zum LP ist back am Start. Folge heute mit Black Ops 3 der Multiplayer Beta. Und damit es nicht ganz so langweilig wie, habe ich mir noch den Slacks zum Vapor eingeladen. Was geht ab, Dennis? Ansage, oder? Komm, die mache ich jetzt bei jedem Call of Duty Video, weil es wird ja mit Sicherheit einige geben. Ohne Spaß jetzt, ne? Du bist so ein Spaß. Ey, geil. Die war, ja, ja. Slacks, nee, ich hab... Oh. Ja, ich guck mir die Multiplayer-Beta der PC-Version an, um eine Kaufentscheidung für Black Ops 3 mir selber zu geben. Nicht kaufen. Mich interessiert eigentlich eh nur der Zombie-Modus, aber hey. Auf PS4 habe ich schon rasiert am K. Eigentlich nicht, ich habe aufs Maul gekriegt von ganzen Scuff-Usern. Und jetzt sagt ihr mir, komm, Ben, dann willst du ja eh für PC haben. Guckst du dir die PC-Version an. Ein schönes Team-Deathmatch auf. Was ist das? Hunted. Draco. Nice. Draco. Allein so ein Video zu starten, das ist eine Qual, wenn du Dennis im Teamspeak hast. Weil jetzt, wir haben echt gerade alles gehabt. Flüchtlinge, wir hatten Twitter, Facebook, wir hatten, was war das noch alles? Mit der Frau und dem Kameramann, der erschossen wurde. Das ist übel. Oh Mann, das ist übel. Aber solche Diskussionen, da dürfen wir nicht vor einem Video machen. Das, naja. Warum finden wir jetzt keine Lobby, Alter? Willst du mich voll verarschen? Lobby verlassen? Gib mir. Sorry, wir müssen eben machen. Du findest kein Lobby, ich nicht. Ich spiel so einen Scheiß nicht. Du hast doch gestern gesagt, Zukunftsszenario ist voll dein Ding. Alter, hier, Boost-Jumps. Elektrogewehre und Drohnen und was hast hier nicht alle für einen Scheiß? Nein, ich mag dieses PvP mag ich nicht. Ich mag keine. Ja gut, da war ja was. Ich habe übrigens die Kriegsmaschine dabei. Die meisten benutzen ja diesen Sichtmüll, ne, diesen ich will mich wiederbeleben, weil ich zu blöd war und gestorben bin. Oder ich kann alle Kugeln abwehren. Das ist alles mir zu lasch. Ich bin ja eben gerade schon eine Runde rumgelaufen mit der Kriegsmaschine. Ist schön, wenn die Gegner direkt trifft. Das spritzt so. Da ist so. Ah! Herrlich! AMK. Mag ich! AMK! Ah, AMK. Ey, wann willst du eigentlich mal wieder. Alaba! Wann willst du eigentlich mal wieder herkommen? Du musst ja noch hier André sein, ne? Du weißt schon. Ja, weiß er. Ich hab mit ihm geschrieben letzte Woche, als er ja dein Dings dicht gemacht hat. Ja, und was hat er gesagt, AMK? Du kriegst. du wirst von hinten in den Sack gefistet. Hauptsache. Achtung! Weiß PC, ne? Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, das darf nicht sein. Mein PC kann Call of Duty nicht mehr flüssig abspielen. Und das ist für mich ein Todesurteil. Ich brauche einen neuen Rechner. Dringend. Ja, kauf dir einen neuen Rechner. Ja, das sowieso. Gut, das hätte dir eigentlich auch schon alleine da klar sein müssen, dass du Borderlands Pre-Sequel nicht mehr mit Ultra-Physik spielen kannst. Oh! Oh, rasiert, Junge! Rasiert! Oh nein! Oh, da waren zu viele. Mit der Kriegsmaschine habe ich keine Chance gegen, ist ja klar. Ohne Witz, Alter. Oh, das Aim, Alter. Das Aim. Oh, und damit wir schon mal hier. Wir sind ja gerade was Assi-like, ne? Neuigkeit: Drogenfund unter Kistenbananen. Mehrere Kilo Koks gefunden. Geil. Koks ist immer gut. Also die eine Lage unten war Koks und dann gab's eine halbe Lage Bananen oben drauf. Alter, ne. Nein! Nein! Nein, du Missgestalt, Alter! Was machst du? Ach nee, der kann man ja gar nicht kaufen. Stimmt ja, das war ja was mit dem Level-Design. Das haut ja alles nicht so ganz hin. What? Echt jetzt? Oh. Alter, scheiße. Nein! Oh, Alter, es hat geleckt wie Penis, Mann. Das kann doch nicht sein. Ja, weiß ja, ne? Warte mal, Monatsanfang ist doch jetzt gerade. Müsste es doch eigentlich, Mann, hier einen Job abgetan haben. Eigentlich schon. Von daher, ich kann dir ja mal. Ich kann dir ja mal eine Seite geben, wo du dir einen PC kaufen kannst. Das ist so traurig, Alter. Ich kann ein Call of Duty nicht mehr flüssig spielen. Gut, ich habe gehört, es gibt ein paar Performance-Probleme mit der Beta. Kommt auf
an, wie sehr es laggt, ne? Also irgendwann ist das nicht mehr Performance, dann ist das wirklich scheiße. Ja, das war so. Ich hab mit dem Raketenwerfer nebengeaimt, der einen Schadensausdruck hat. Okay. Feindliche Drohne gesichtet. Alter. Da ist so ein Abdallah drin bei mir. Sie schlagen uns. Wendet das Bad. Abdallah? Bereit für Wirkungsfeuer. What the fuck? Nein! Was? Nee, das war meine eigene. Ich hab da nicht durchgeschossen. What the fuck? Was? Willst du mich verarschen, Mann? Ihr seid alle Kacke. Ihr seid alles Nazis oder was weiß ich alles. Das ist immer die... Na, was glaubst du, machen die Deutschen in ihrer Freizeit am liebsten? PC und Fernseh gucken. Ja, normal, Digga. Scheitern wird nicht belohnt. Ich hasse das Spiel, scheiße. Keine Kaufempfehlung dafür. Keine Kaufempfehlung, hätte ich dir auch so sagen können. Ohne Witz, das laggt, Alter. Ich gehör zu allem Strat... Das ist übel. Ah, das neue Gore-System ist ja schon fett, ne? Wieso komme ich jetzt gerade von den auf die Trockenfrüchte von der Koro drauf? Oh, Product Placement! In meinem Video, du asozialer Wichser, wie kannst du es wagen, in meinem Video Product Placement von der Koro-Drogerie zu machen? Ja, ne? Aber die sind auch lecker, ne? Die von der Koro-Drogerie. Ja, also die Bananenchips mag ich besonders gerne und die Apfelflakes. Von wo kriegst du die nochmal? Team Deathmatch. Von der Koro-Drogerie. So, ich werde dir gleich anschreiben, wenn das Video zeigen sagt, Digga, hast du gerade mitgekriegt, ne? Ich will Geld haben. Ja, wenn die nicht so teuer wären. Zu, dass du was rüberschmeißt hier. Alter, auch so über ein paar Apfeldinger würde ich mich echt freuen. Also, so ist ja nicht, ne? Product Placement of Doom, Alter. Ach ja. Ey, willst du nochmal einen richtig geilen Fun-Fact haben am Rande? Jetzt kommt er. Der Typ, der die beiden da erschossen hat, ne? Ja. Hat sich dabei selber gefilmt. Echt? Ja, weil der jetzt tot ist, haben sie sein Handy durchsucht und da hat man ein Video gesehen, natürlich im Hochformat. Man filmt ja auch nicht, aber das ist jetzt eine andere Sache. Wie er kurz bevor er, also er hat sich so gefilmt aus seiner Ego-Perspektive, dass man die Waffe und seine Hand so ein bisschen sah, am unteren Rand, so... Ja, Ego-Perspektive halt, ne? Dass man nur die Waffe und Hand sieht. Und dann ist er ganz langsam zu den Leuten hingegangen und hat abgedrückt. Und er hat es die ganze Zeit gefilmt. Aber das ist nicht, das ist krank. Nee, das ist ein großes Problem für alle Spieler. Das heißt, demnächst kommen wieder die ersten Killerspiel-Debatten. Hier, guck mal, er wollte spielen wie in einem Ego-Shooter. Ja. Nee, ich glaube, das geht ihm darum, dass jeder sieht, wie er sich gefühlt hat, wie mächtig er sich gefühlt hat. Weil solche Leute, ich glaube, der wollte nur das Machtgefühl haben, über Leben und Tod zu entscheiden. Das ist eine Krankheit. Das ist so ein bisschen. Von daher. Aber. Und du willst das Spiel ruckelt! Das ist so zum Kotzen! Das kann einfach nicht sein! Ein scheiß Call of Duty ruckelt bei mir! Ja, mein Clicker Heroes, das ruckelt auch. Ach so. G war die Taste für Granate. Welche Taste soll es denn sonst sein? Die ich zugewiesen habe. Am besten noch M, ne? Schön weit weg. M für Schießen. M für Schießen, das wär's noch, Alter. Wow, was? Was ist los? Ach, so eine Fähigkeit gibt's auch, aber schneller rennen kann. Ey, scheiße, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die genommen. Die hab ich immer in Titanfall benutzt. War die beste Fähigkeit überhaupt. Ach ja, Titanfall. Soll auch ein gutes Spiel gewesen sein, aber nichts für mich. Oh! Heute ist ja Donnerstag. Boah, knallt die Waffe, Alter. Heute ist die Analdüse. Also wollte ich nur sagen, ne? Ja. Hast du ja auch schon angeguckt? Was sagst du dazu? Nee, ich hab mir noch nie angeguckt. Wieder noch. Ich komm gerade von der Arbeit, du Vogel. Ja, weiß ich doch nicht. Geh weniger arbeiten, du Vogel.
Soll ich jetzt erschießen oder später? Gar nicht. Geht das auch? Na, wird schwer. Schade. Nein, keine Ahnung. Und du hast jetzt echt den Billo gekauft oder was? Oder nein? Nein, noch nicht. Oh! Rasiert! Rasiert, Amka. Obwohl zurück, du hast ihn rasiert. Ja! Oh Gott! Oh shit, Alter! Und da kommt natürlich einer an, bei dem es nicht laggt. Und der rasiert mich natürlich dann weg. Ist auch sein gutes Recht, ne? Ja, klar. Das heißt, wenn mir das Spiel gefällt, darf ich echt noch aufrüsten, Alter. Aber es gefällt mir ja nicht, weil das Spiel scheiße ist. Du, generell weißt du jetzt schon, da es bei dir relativ laggt, dass du, wenn du später jetzt alle Spiele, die nach diesem Spiel kommen, kannst du nicht mehr ruckelfrei spielen. Das ganz heißt, ehrlich, es ist sowieso scheißegal, weil heute kam nämlich One Piece Pirate Warriors 3 für die PS4 an. Achso. Da hab ich eh viel mehr Bock drauf. Na klar, auch schon. Ich dachte, wir spielen ein bisschen Dings. Also wir beide. Ein bisschen Trident. Ach, hast du das gedacht, ja? Ja, dachte ich eigentlich, aber. Dann muss ich halt alleine Leute erschießen hier. Was spielen wir? Was hast du nochmal gesagt? Trident. Was ist denn Trident? Beat the Beats mit der Barretta. Achso. Aber du scheinst ja keine Lust darauf zu haben. Nee, nee, nein, nein, nein. Oh. Nein. Aiming wie ein Hurensohn. Beute erledigt. Nein. Kriegsmaschine aktiviert. Nein! Oh, gut, dass ich falsch das gedrückt habe. Hätte ich jetzt Kriegsmaschine aktiviert. Was, Junge? Oh fuck, ja, da habe ich mich leider ablenkt. Da hätte er wenigstens treffen können, du Scheißgranate! Ich will hier weg, ey, ohne Witz. Ohne Witz zocken mit 20 FPS, wie viel ich hier, aber es ist echt übel für so einen Shooter. Wie es Call of Duty halt ist. Julian, ich hoffe, du hast nichts dagegen, ne, aber ich zieh weg. Feindliche Drohne. Nö, hab ich nichts. Gut. Ich ziehe irgendwo ganz weit hoch in den Norden. Alles voll legitim. Echt, wenn ich da alleine schon wieder die Wettervorhersage sehe fürs Wochenende, ne? Da krieg ich schon wieder einen Hals. Ah, fuck die Hände. Bis zu 35 Grad und dabei Regen. Da mein Junge, block mich nicht, dann fick dich. Mein PC, ihr schafft ein Call of Duty nicht, dass der Zeitpunkt nicht mal kommt, Alter. Gut, dass wir Tiny Chris hier nicht im Gegnerteam haben, hätten wir ein ganz anderes Problem. Fuck, ich wollte gerade nach oben aimen. Verbündete Drohne nähert sich. Vorräte unterwegs. Ach genau, ich habe versehentlich das Crouchen deaktiviert. Weiter vorrücken. Der Sieg gehört ich Intelligenzbestie. Bitte was? Ich hasse was, das. Was war das aktiviert? Weiß ich nicht, was habe ich deaktiviert? Das Crouchen, was ist das? Sich ducken. Hab versehentlich deaktiviert. Weil ich ein Hurensohn bin. Ich kann sowas sneaken, aber gut. Ja, in Minecraft immer das vielleicht sneaken. Yay! Hast du mir gerade überhaupt zugehört? Nein, hab ich nicht. Irgendwas, glaube ich, wir hatten, glaube ich, über Minecraft geredet. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich jetzt die Wettervorhersagen jetzt wieder für nächste Woche und das Wochenende sehe, ne, dann kriege ich wieder so einen Hals. Genau, da war was. Na, du wirst das auch nicht mögen. 35 Grad und Regen. Alle CDP-Einheiten aus. Also da kannst du dir ja mal ungefähr vorstellen, wie die Luft dann ist. Ja, auf jeden Fall angenehmer als was jetzt ist. Ich kann kaum schlafen.
35 Grad und Regen, das heißt, die Luft ist nass. Also, und warm. Du, ich zock gerade, ich höre dir gar nicht zu. Was ist denn überhaupt für ein Turmbuck jedes Mal im Hintergrund? Das ist mir ja auch scheißegal. Ich bin Zweiter. Mit lächerlichen 1700 Punkten. Halt. Was ist? Läuft, würde ich sagen. 16-13, läuft eigentlich. Weißt du, die Beta ist seit heute verfügbar, da läuft schon ein Max-Leveler rum, Alter. Ihr Scheißmenschen, sucht euch doch Arbeit, ey. Oder ein Leben oder irgendwas. Och, da kenne ich noch ein anderes Spiel, wo ich dann genauso ein Max-Leveler wäre. Aber doch nicht nach einem Tag.